In nur 24 Minuten und 7 Sekunden umrundete der Amerikaner Adam Tang in seinem Auto Manhattan. Stolz postete er bei YouTube ein Video, das im Zeitraffer zeigt, wie Tang die 42,5 Kilometer lange Strecke zurücklegt. Dass auch die New Yorker Polizei das Video sehen würde, damit hat er wohl nicht gerechnet. Denn die will Tangs 50.000 teuren BMW Z4 Coupé beschlagnahmen. Die Begründung? Das Fahrzeug wurde zur Begehung einer Straftat verwendet. Die Staatsanwaltschaft hat den rücksichtslosen Fahrer bereits angeklagt. Tang selbst zeigt sich uneinsichtig. Er hält die Reaktion der Polizei für übertrieben. Schließlich habe er nur eine rote Ampel missachtet und sei nie schneller als 160 km/h gefahren. Fürs Erste darf er trotzdem nur testen, wie schnell man die Strecke mit dem Fahrrad zurücklegen kann.